Was haben wir denn? Frosch, wir haben das Bild von einer Krake oder sowas. Banane, Bindfadenesel, Frosch. Das brauchen wir eigentlich nochmal. Also wir haben die beiden Sachen. Wir brauchen noch diese Metallpfanne, wahrscheinlich von einem Klo. Eine magische Spule, da bin ich mir immer noch sicher, dass das irgendwie von dem Friseur kommt, von dem Gerät. Und Drachenodem. Drachenodem. Ja. Okay, habe ich gerade keine Ahnung. Ich schaue mir nochmal das bei dem Friseur an, weil wie gesagt, ich bin mir echt sicher, dass die... Naja, dass die magische Spule von dem Apparat oder irgend sowas kommt. Und ja, weiß auch nicht. Wir können ihm auch was klauen, ne? Den Lockenwickler? Ich glaube wenigstens, dass es ein Lockenwickler ist. Aha, und den Lockenwickler kommen wir nicht ran, ne? Lass die Finger von dem Lockenwickler. Mit der Dame hier können wir reden. Lockenwickler in deinem Haar? Natürlich ist das einer, du unverschämter. Ich glaube, das ist ein anderer Text. Hab nur gefragt. Es ist also ohne jeden Zweifel ein Lockenwickler. Was? In deinem Haar. Ein Lockenwickler. Natürlich. Warum befände sich das Ding wohl in meinem Haar, wenn es kein Lockenwickler wäre? Ah, hältst du das nicht, Was halte ich nicht? Nun, hältst du das nicht für ein wenig ungewöhnlich? Um Himmels Willen, nein. Na bitte. Oh, also lässt du dich auf die traditionelle Weise frisieren? Auf die traditionelle Weise? Mit Lockenwicklern und so. Das Ergebnis dürfte wohl kaum sehr originell sein. Was? Nun, von einer vielbeschäftigten Frau wie dir kann man natürlich nicht erwarten, dass sie jedem neuen Trend folgt. Was? Sei nicht albern. Friseur, ich möchte das Haar glatt. Eine sehr kluge Entscheidung, Madam. Okay, das war ein Dialog, den hatten wir vorher nicht, würde ich sagen. So viel zu glatt. Und jetzt? Derzeit habe ich nicht den leisen. Er hat den Lockenwickler gerade eingesteckt, oder? Tasche? Da drin ist ein Lockenwickler. Also das haben wir ja schon rausgefunden. Oh, hallo. Dann haben wir noch einen unnützen Gegenstand. Job. Immerhin hast du den ganzen Tag mit Frauenhaar zu tun. Nein, nicht bei dem Typ Frau, mit dem wir es hier zu tun bekommen. Nie sehe ich seidene Locken. Nie bewegt sich goldene Magie unter meiner Schere. Hier ist nichts. Aber Magie ist doch Oktarin und nicht golden. Mein kleines Mädchen. So, jetzt kommen wir an den Lockenwickler ran, hoffe ich mal. So, Taschendieb. Tasche benutzen. Ja, komm, pack rein. Das ist Gesichtsausdruck. So, jetzt haben wir einen Lockenwickler. Der an sich schon recht spiralig aussieht. Zum ersten Mal einen Lockenwickler aus Metall. Aus Metall. Aus Metall. Okay. Das sieht dem Ding tatsächlich ähnlich, ne? Also ich hätte jetzt wetten können, dass wir den da von einem Apparat bekommen. Irgendwie so eine... Ich schaue jetzt mal, ob das die Spule ist, die wir brauchen. Also diese magische Spirale oder wie auch immer das hieß in dem Buch, bin mir gerade nicht sicher. Gehen wir doch einfach mal zum Erzkanzler und bei ihm bin ich mir nach wie vor auch noch sicher, dass wir irgendwie an die Pflaumen da rankommen müssen. Naja. Schauen wir mal. So, erstmal gehen wir zum Erzkanzler und gucken mal, ob wir mit dem Lockenwickler jetzt schon einen Schritt weiter sind. Weil, naja, komisch, weil Lockenwickler ist ja normalerweise nicht spiralförmig, aber wenn der schon aus Metall ist, nicht Schreibtisch, sondern Rincewind, genau. Hallo Inventar. Hier, Erzkanzler. Tatsächlich. Es gibt noch immer viel zu tun. Okay, also haben wir eigentlich einen Lockenwickler gebraucht. Ich sehe schon, das ist hier alles etwas weiter interpretiert. Ein Stab stürmischer Thermaturgie.
Ja, okay, das war einfach nur der Stab von Windel Poons. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Okay. Drachenodem? Drachenodem. Und was sagt er dann zum Metallbehälter? Ein Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Das stärkste eisenhaltige Metall. Ist das irgendwie ein Hinweis? Das stärkste eisenhaltige Metall. Okay, also der einzige Metallbehälter, der mir nach wie vor einfällt, den ich gesehen habe, ist dieser blöde, die blöde Kloschüssel. Und wir haben ja diesen Paul-König-Verschnitt auf dem Marktplatz in der Gasse. Und irgendwie müssen wir, weiß nicht, ob wir den dazu kriegen müssen, hier irgendwie das Ding auszupumpen. Hier waren wir neulich auch schon mal, aber da kann ich nichts machen. Die Tür kriege ich nicht auf, ne? Funktioniert nicht. Fenster. Beleuchtung ist eine gute Sache. Ich wünschte, ich könnte hineinsehen. Das funktioniert nicht. Wir haben das zwar schon mit diversen Bäumen und so probiert, aber... Okay. Was das jetzt bringt... Pfannkuchen? Sehr schnell. Verdammter Mist. Pfannkuchen aus der Küche. Ich versuche jetzt mal mit dem Koch zu reden. Aber wenn er den Pfannkuchen hochschmeißt, so dass er an der Decke kleben bleibt, dann fällt er ja gleich wieder runter normalerweise, ne? Oh, vielleicht ändert sich das Verhalten jetzt ja. Hallo Koch! Entschuldige bitte, darf ich dich was fragen? Verschwinde und keine Magie in der Küche! Noch ein Zauber an diesem Ort und ich beschwere mich beim Erzkanzler. Ja, grüß dich. Bist du immer so verdrießlich? Nein, nicht immer. Ich kenne sogar einen Witz. Tatsächlich? Ja, was ist hässlich und hohl und hört sich an wie eine Glocke? Keine Ahnung. Was denn? Sieh nur, da drüben. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Okay. Du bist sehr geschickt. Bestimmt sind deine Eltern stolz auf dich. Eigentlich wollte ich Zauberer werden. Aber dann fand man heraus, dass meine Eltern verheiratet waren. Was? Das hat doch nichts damit zu tun. Er muss nur der siebte Sohn von einem siebten Sohn sein, oder? Faszinierend. Verlierst du nie einen Pfannkuchen? Was? Etwa aus dieser Bratpfanne? Dir scheint überhaupt nicht klar zu sein, was du mir da unterstellst. 27 Jahre habe ich studiert, um Gehilfe eines Kochs zu werden. Man gab mir erstklassige Noten für schwungvolles Drehen mit der rechten und linken Hand. Außerdem für den Umgang mit Schneebesen und Quirl. Aha. Und wie hast du bei Umgang mit Gästen abgeschnitten? Nicht sehr gut. Hau ab! Schade. Nie zuvor habe ich eine schlimmere Küche gesehen. Schlimmer wär's mit Wurst. Wurst? Wie meinst du das? Er wirft das jetzt gar nicht mal. Selbst beobacht. Okay, jetzt wirft das. Das war... Ja, nee, das bringt auch nichts. Ich habe gedacht, der bleibt einen Augenblick oben kleben oder so. Und dann können wir schnell raus und ihn abernten. Hier sind noch Teller, die Bananen. Sonst noch irgendwas übersehen hier irgendwo? Nicht wirklich. Ja. Naja.
Was bringt es dann, dass ich da oben reingucken kann, wenn ich den Pfannkuchen nicht fangen kann, nicht haben kann? So, Truhe, geh mal her mit der Leiter nochmal. Na komm, stell sie da hin, Rincewind. So, jetzt schaut er da rein. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Das ist Rincewind. Da ist der Pfannkuchen. Ich erwisch den gar nicht. Also so vom Anklicken her schon gar nicht. Na komm. Na komm. Pfannkuchen. Alter. Ach. Hey, aber jetzt habe ich ihn erwischt, anzuklicken. Vermutlich. Na komm, Rincewind, fang ihn! Rincewind, wo bleibt der Pfannkuchen?